Ja, willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von den Media Lectures von Alex und MIZ Babelsberg. Am heutigen Tage eine Frau, die ja so vieles ist. Ja? Kann man schon sagen. Sie ist auf jeden Fall Moderatorin, hat das schon im Fernsehen gemacht, hat das schon im Radio gemacht und dann plötzlich auch noch Autorin. Es ist verrückt. Bitte einen warmen Applaus für Sarah Kuttner. Sarah, ich habe, das werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde auch noch ein paar Mal besprechen, aber dieses, was du alles gemacht hast, ist ja verrückt. Es geht ja los mit Spiegelpraktikum bei Fritz, der Jugendwelle des RBB. Viva Playboy. Ein Spiegelpraktikum bei Fritz? Nein, du warst beim Spiegel. Richtig. Richtig. Praktikum bei Fritz, genau. Dann Viva, dann Playboy, dann ARD Eurovision Contest, dann Sarah Kuttner, die Show. Ich auch ein Praktikum gemacht. Dann Kuttner bei MTV, Kuttner und Kuttner Radio 1, Slam-Tour mit Kuttner Sat 1, Kuttners Kleinanzeigen bei ARD, Unter der Decke mit Sarah Kuttner, Frau Kuttner und Herr Kafka Bambule jetzt und Ausflug mit Kuttner. Ist das soweit richtig? Oder habe ich irgendwas? Ehrlich gesagt, gar nicht zugehört gerade. Läuft weil, ja. Weil das klingt immer so viel, aber im Grunde sind es, also ich, ist das alles Fernsehen gewesen. Es sind ja nur die, wenn ich jetzt dir alle Sendungen aufzähle, die du in deinem Leben moderiert hast, klingt es auch so, als hättest du irrsinnig viel gemacht. Unterm Strich war es dann aber okay. Hauptsächlich Radio, so wie es bei mir hauptsächlich Fernsehen war. Verschiedene Sendungen, die witzigerweise alle meinen Namen trugen. Ja, das ist dann Frage 12. Das kommt so ein bisschen merkwürdig das beim Vorlesen, wo man so, ja, das hat was Narzisstisches. Aber hey, ist halt Fernsehen. Was macht mehr Spaß, so eine Situation jetzt hier interviewt zu werden oder selber Leute zu interviewen? Interviewt zu werden. Wirklich, warum? Ja, weil man bei Interviews führen, also das fetzt auch, aber da muss man sich ja vorbereiten. Und so kann man einfach kommen und dann isst man ein Gummibärchen hinten. Man ist in so einer Win-Win-Situation? Ja, mir macht das auch Spaß. Also ich habe auch nach all den Jahren, und es wurden ja relativ viele Interviews mit mir geführt, auch Zeitungen, ist ja nicht nur Fernsehen und so, dass man wirklich keine Angst mehr hat, sondern man denkt so, wenn jetzt irgendwas, eine Frage kommt, die ich blöd finde, sage ich halt, finde ich blöd. Oder will ich nicht. Also es kann mir im Grunde überhaupt nichts passieren so richtig und deswegen habe ich immer großen Spaß dran. Und das andere ist auch toll, aber da muss man sich vorbereiten und selber hat man häufiger das Gefühl, es könnte was passieren, wenn der andere irgendwie doof ist oder muffelig oder man einfach nicht gut miteinander funktioniert oder zu gut funktionieren ist auch blöd bei Interviews und so. Aber das wollen wir jetzt nicht. Nein, 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 gar nicht, Sarah. Wann ging das los? Wann hast du gemerkt, oh Gott, ich rede so viel, vielleicht sollte ich mal Geld mitmachen? Witzig, dass du das fragst. Ich habe ja ich habe wahrscheinlich schon immer viel geredet. Es gibt eine Anekdote, in der meine Oma erzählt hat, das klingt mega süß, aber ich finde es auch furchtbar, in der sie gesagt hat, dass als ich sehr klein war, aber schon reden konnte, dass ich einmal so viel geredet hätte, dass sie angefangen hätte zu weinen. Wer, sie? Ja. Wirklich? Weil das so genervt hat und man mich nicht so gut ausschalten konnte, glaube ich. Und weil sie auch Besuch hatte. Sie hatte auch Besuch. Und das sollte bitte aufhören und das fand ich wohl nicht. Ich erinnere mich daran natürlich nicht. Ich erinnere mich nicht so richtig an so einen Moment, wo ich dachte, jetzt möchte ich aber was im Fernsehen machen. Ich hatte dann irgendwann, als ich dieses Spiegelpraktikum hatte, merkte ich, dass das noch nicht so richtig was für mich ist. Ich hätte das, glaube ich, auch weiter bei Spiegel TV dann machen können. Und da war ich noch jung, und also war ich irgendwie 20 und da will man dann noch nicht beim Spiegel arbeiten. Also alle Journalisten haben später in Interviews immer gesagt, sind Sie denn verrückt, das ist der Spiegel? Und ich dachte, ja, aber ich war 20, ich hätte Bravo gemacht oder irgendwas anderes und bin dann ja zu Fritz gekommen. Und das war so ein bisschen was, wo ich dachte, ach, das fetzt schon ein bisschen. Und habe dann da ja auch schnell so mit Reportagen angefangen. Aber du bist da hingekommen als Praktikantin, ne? Ja, ich hatte aber auch schon mein Schülerpraktikum, was man ja immer mit 15 macht, da schon gemacht. Ah, okay. Weil Vater hat da gearbeitet. Genau, das war da irgendwie naheliegend und auch interessant tatsächlich. Wir haben damals, die haben uns auch bei Fritz immer toll viel Sachen machen lassen. Schon mit 15 wurden wir mit diesen alten Aufnahmegerätern, wo noch so Bänder drin waren, weißt du, diese schwarzen langen Schnüre quasi, geschickt, um so unten Fragen zu machen, die wir auch selber an diesen Maschinen geschnitten haben. Das war schon immer super. Also man kann sagen, von der Pike auf gelernt. Im Grunde schon. Wenn der Vater sowas gemacht hat, warum macht man dann selber sowas? Also mein Vater hat Versicherungen gemacht, ich würde nie zur Versicherung gehen. Ja, guter Vergleich. Ich habe nicht das Gefühl, dass es direkt was mit meinem Vater zu tun hatte. Also wahrscheinlich viel von dem Talent oder dem, ja schon dem Talent. Ich dachte nie, oh, das, was Papa macht, das will ich auch machen, weil dazu war es dann auch zu speziell. Der hat ja schon so seine Abendsendung gemacht und sehr frickelig und Kopf und Musik und so. So bin ich nicht und war ich auch nie und so. Nur das Medium war ein ähnlich interessantes für mich. Deswegen hatte ich nie das Gefühl, ich mache den Job von meinem Vater. Und das wurde auch schnell vergessen, als ich dann bei Fritz das Praktikum gemacht habe. Ich erinnere mich, dass
ich das schwer fand, die Tochter von Jürgen Kuttner zu sein bei dem Sender, weil die Leute dann einfach dachten, oder ich dachte, oder wahrscheinlich dachten die Leute, es ist auch ist ja klar, wie die an den Job gekommen ist. Sprich, du kannst nie so richtig auf so ein Urteil vertrauen, bis dann eines Tages damals der damalige Chef, glaube ich, irgendwann mal zu irgendeinem Typen neben mir meinte, wer ist denn die Kleine da, die ist ja ganz gut. Und ich so dachte, geil, der weiß nicht, dass ich die Tochter von bin und finde trotzdem, dass ich einen guten Job mache. Und dann, das hat gefetzt, sonst ist man dann nicht so sehr immer die Tochter von. Ja, jetzt, dann bist du aber nicht versauert im Radio, sondern dann recht schnell zu Viva. War das so ein innerer Wunsch, noch mehr Leute zu erreichen? Oder kam das einfach so, wie ich bei dir das Gefühl habe, häufig so ein bisschen, nehme ich halt mit? Es war schon so, dass ich irgendwann dann, als ich so ein Jahr bei Fritz gearbeitet habe, das muss man dann leider auch sagen, schon so fand, ey, ihr Pisser, lasst mich nicht machen, was ich glaube, ich kann und will. So, ich habe immer mal wieder Reportagen machen dürfen und einmal so co-moderieren mit Caro Corneli und fand schon, dass ich das, glaube ich, könnte oder dass man es mich zumindest mal probieren lassen könnte. Und alle halbe Jahre wurde ich dann mal zum Chef berufen und meinte, na Sarah, was wollen wir denn mal machen? Und ich so, moderieren. Und er so, nein. Und dann kam irgendwie das Viva-Casting und das war halt was, wo Leute wollten, dass ich moderiere. Und dann bin ich da hingegangen. Ich war auch zuerst beim MTV-Casting, die fanden mich zum Kotzen, glaube ich. Und Viva hat mich dann genommen und zack stand auch der Fritz-Chef an der Tür und hat mir drei Sendungen vorgeschlagen, die ich moderieren könnte. Ach, wirklich? Ja, das war so assi. Von die Leute, also jeweils Sendungen, die noch besetzt waren mit Moderatoren, die nichts davon wussten. Das war echt heftig. Das war kurz so, ach guck, jetzt ist die bei Viva. Jetzt lass mal nochmal schnell so. Und dann habe ich auch zu all denen, glaube ich, nein, also auch zeitlich hätte ich es nicht geschafft und fand es dann aber auch so ein bisschen gemein, wirklich? Ehrlich gesagt, ja. Und dann war Viva und dann musste ich nach Köln ziehen, was furchtbar war. Und warum? Weil ich bin ja wirklich, ich bin ja hier geboren und auch groß geworden und ich bin auch so ein bisschen, ich bin nicht besonders reiselustig. Ich bin niemand, der sagt, irgendwann nochmal nach Thailand. So, ich finde es schön hier, also mein Herz ist hier und meine Familie ist hier und ich kenne Sachen, ich bin überhaupt nicht, kein Entdecker, was so andere Orte angeht. Und dann halt, Köln ist ja nur auch nicht Thailand, wa? Wirklich nicht so eine dolle, schöne Stadt und ich fand das hart, nachdem ich ja vorher schon ein Jahr in London gelebt habe, was ich toll fand, aber auch sehr heimwehbehaftet war, dann nochmal in eine Stadt zu ziehen, die nicht London ist, sondern Köln. Hm. Und habe deswegen auch immer eine Wohnung hier behalten und bin viel rumgegangen und hatte dann noch einen Freund in Hamburg. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Aber lass uns ganz kurz nochmal zu diesem Viva-Casting kommen, weil ich stelle mir das seltsam vor. Also du hast dann Radio schon gemacht, die ersten Erfahrungen. Ja. Und dann heißt es jetzt, ist da was mit Fernsehen und so. Es gibt Gerüchte, dass du unglaublich cool und locker warst da und dadurch alle anderen Menschen im Raum wahnsinnig gemacht hast. Das sind Gerüchte, die ich mal gehört habe. Wer sagt mir, erzählt sich Gerüchte? Ich habe sowas gehört. Einfach Gerüchte. Ich sag ja. Das, was du gesagt hast. Ich glaube, ich hatte tatsächlich zwei Vorteile. Erstens, dass die bei MTV mich kacke fanden vorher. Mhm. Da war ich aufgeregter, glaube ich. Und die suchten zu dem Zeitpunkt ganz klar jemanden, der größer, dünner und hübscher war. Und ich war damals noch mehr als jetzt schon eher so sportlicher Kumpeltyp. Ich war nie so heiß Alter. Und wo hatte ich auch vor allem damals kein... Ja, wir können darüber irgendwann auch nochmal reden, aber... Und ich glaube, das war was MTV nicht wollte damals. Sie wollten jemanden, der sexy ist, ja. Und das war, ich weiß, dass ich gut war bei dem Casting, weil ich einfach technisch das gebracht habe, was die wollten. Mhm. So. Und dann dachte ich danach, okay, das Fernsehen will mich einfach nicht. Und mit der Einstellung zu einem weiteren Casting gehen, macht einen ein bisschen entspannter. Mhm. Das ist so ein Ding, es geht ja auch darum, was für die Zukunft zu lernen für euch, ist, dass Radio mir total geholfen hat bei diesem Casting. Denn man lernt natürlich, weiß ja selber ganz viel, man lernt zum Beispiel Texte abzulesen und man klingt aber nach außen, als würde man sie erzählen, was natürlich total wichtig für so einen Prompter-Text ist oder so, oder Sachen zusammenfassen. Ich hatte also im Radio so viel gelernt, dass dieses Casting wirklich einfach war für mich und ich das einfach rein handwerklich gut konnte. Und dann wahrscheinlich so noch so ein Rest von, ach kommt, ihr wollt mich sowieso nicht, ihr wollt jemanden, der größere Möpse hat, so eine Einstellung. In Verbindung mit, dass die sowas gerade, die hatten gerade Charlotte so für sich entdeckt, Roche, und waren gerade nicht auf so einer, lass mal noch so eine niedliche Blonde nehmen, und da passt, irgendwie passte das dann da. Und dann fanden die das irgendwie gut. Wen haben sie für MTV genommen, weißt du? Nee, war das heiße Ding? Weiß ich wirklich nicht mehr, aber es war toll, weil man sitzt ja dann im Castingraum mit so anderen potenziellen Mädchen. Also Mädchen waren sie alle, potenzielle da vielleicht Reinkommerinnen. Und ich weiß noch, dass nach mir jemand reinging, genauso wie ich dachte, dass sie das wahrscheinlich wollen, sehr, sehr hübsch und sehr dünn und sehr groß und sehr blond und sehr stulle, so was man so merkt, also vielleicht war ich auch super schlau, aber nicht an dem Tag. Und dann kam die wieder raus und sagte zu ihrer Freundin,
Also die haben gesagt, vom Äußeren passt schon mal total gut und am Rest kann man ja arbeiten. Und dann saß ich so da und dachte, was? Und dann war irgendwie klar, ah, komm, dann komm, ich geh. Ja. Ja, die waren auch doof, die wollten mich, glaube ich, ärgern. Die haben so, also vielleicht bin ich jetzt im Nachhinein auch nur furchtbar eingeschnappt, aber ich weiß, dass ich so einen Promptertext lesen musste und ich weiß schon, dass der Trick auch darin besteht, dass den Text, den man liest, falls mal der Prompter ausfällt in einer Live-Sendung, was nie passiert, muss man in der Lage sein, diesen Text auch selbstständig wiederzugeben. Und der Text, den ich hatte, war einer über Eminem mit super vielen Aufzählungen, super viele Kommas mit Zahlen dazwischen. Und die Schweine haben den immer viel zu schnell abgespult und ich, totaler Überprofi, habe so außerhalb des Bildschirmrands immer gemacht und das haben die ignoriert. Die wollten einfach, dass ich das nicht kann, glaube ich. Und was hast du dann aufs Ging? Ich habe so dreimal gesagt, das ist zu schnell. Ja. Und die so, ja, dann musst du es halt so sagen können. Meinte ich, ja klar, aber ich weiß die Zahlen nicht mehr. Ich kann grob sagen, Eminem hat super viele Autos, außerdem ganz viele Frauen und richtig dolle viele Uhren. So, aber dann ist nicht das Gleiche. Das stimmt. Wir lassen die Autorin jetzt mal ein bisschen außen vor. Deswegen die Frage nur, wo siehst du dich? Bist du Unterhalterin oder Journalistin? Nee. Beides nicht. Ich möchte nichts davon sein. Ich möchte ein Pferd haben. Wahrscheinlich Unterhalterin. Ja? So, also ich würde immer noch behaupten wollen, dass das Grundding Journalismus ist, weil ich glaube, ab dem Moment, wo man bei Google was eingibt und sucht oder bei Wikipedia ist man ja schon Journalist, aber ich eigentlich wahrscheinlich nicht, eher Unterhalterin. Und dieses Vorbereiten, das läuft so ab, ins Internet gehen und... Ja, wobei das, ich habe damit aufgehört. Das Tolle an der Bambule-Sendung gerade ist, dass wir... Ich habe ja wirklich eine Menge Interviews geführt in meinem Leben und die haben auch alle Spaß gemacht, aber irgendwann hat man wirklich keine Lust mehr, die Leute nach ihrem aktuellen Projekt zu fragen, weil die das auch schon so oft gefragt worden sind, dass man merkt, dass die auch keinen Bock mehr haben, gerne über andere Sachen reden wollen, aber dann wieder auch nicht dürfen oder sollen, weil sonst das Interview keinen Sinn macht und so. Und deswegen habe ich diese ganzen Interviews so ein bisschen satt und bei Bambule haben wir ja beschlossen, die Interviews mit den Leuten einfach sehr, mit berühmten Leuten einfach dem Thema anzupassen. Ich kann also irgendeinen Schauspieler zum Thema Liebe oder Treue oder gesund Essen befragen. Und dann hat man so ernsthaft Interesse. Das fetzt total, weil ich das dann wirklich wissen will. Und nicht wissen will, was interessant ist beim Videodreh passiert. Und das macht Spaß. Da muss man sich dann, so blöd es klingt, auch gar nicht so doll vorbereiten. Weil man wirklich nur nach, was möchte ich von demjenigen wissen, zu dem Thema gehen kann. Und das ist irgendwie toll. Du hast mal gesagt, für meinen Beruf wäre es hinderlich, perfekter zu werden. Oder ungefähr so. Ja, das sage ich, weil ich zu faul bin, perfekter zu werden. Ne, wieso? Nee, ich finde das, eigentlich einen guten Ansatz. Ja, vielleicht bin ich auch zu faul, aber... Ich glaube, das ist meiner Karriere nicht so. Ich glaube, dass das, weshalb Leute... Also das können natürlich nur die Leute sagen, aber ich glaube, das, was Leute an mir gut leiden können, ist, dass es dann irgendwie doch nicht so richtig perfekt ist. Und ich kann es aber auch nicht anders. Oder beziehungsweise ich bin auch nicht bereit, das anders zu machen, weil dann müsste ich mir mehr eine Perücke aufsetzen im übertragenen Sinn, müsste ich mehr in eine Rolle schlüpfen, wo ich aber zu faul zu bin, weil ich denke, das, was ich bin und kann... reicht doch vollkommen aus. Das finden Leute gut. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich zumindest. Nicht viele Leute im Fernsehen sind augenscheinlich, sind auf jeden Fall perfekter oder so als ich. Warum sollte ich das also machen? Könnte ich vielleicht, will ich nur nicht. Ich glaube, die anderen wollen das nicht. Vielleicht könnte man damit berühmter werden. Das ist aber was mir auch aufgrund von Faulheit, ehrlich gesagt, auch nicht, da steht mir auch nicht so richtig der Sinn nach. Solange ich irgendwas machen kann und damit gut Geld verdiene, muss es überhaupt nicht erst. Hast du gar keinen Neid bei irgendwelchen Sachen? Also wo du denkst, oh Mann. Warum macht die das jetzt oder der? Doch, aber dann eher auf einer Ebene, die auch meine Augenhöhe ist. Also ich denke nie, also dieser Markus Lanz, jetzt macht der Wetten das. Als wenn ich jemals dafür in Frage gekommen wäre. So, das wäre aber ein schönes Konzept. Ne? Ja, nee, aber es gibt so Sachen, so Kleinkram, wo ich so denke, gesunde Missgunst. Ja. Mhm. Ja. Aber das hat jeder. Ich finde das furchtbar, wenn Leute so tun, als wären sie nicht. Also es ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Neid und Missgunst. Missgünstig bin ich tatsächlich eher selten. Das passiert dann einfach nur mit Leuten, die ich auch noch zusätzlich total blöde finde, sodass ich es wirklich nicht gönne. Aber man kann doch allen möglichen Leuten was neiden. Da ist ja erstmal noch nicht was Schlechtes dabei. Du hast mal gesagt, das, was du wirklich machen wolltest und wo du auch, glaube ich, wirklich ein bisschen stolz auf dich bist, dass du keinen Scheiß gemacht hast. Ja. Für dich selber. Ja. Wie schwer ist das, sowas durchzuhalten? Weil wenn man so einen gewissen Level erreicht, ja. Lass mich mal reden kurz. Ja. Wenn man einen gewissen Level erreicht, dann kommen sie ja alle an mit irgendwelchen Werbeideen. Ne? Das heißt ja Geld. Mhm. Ne? Dann kriegst du ein freies Auto und so diese ganzen Schlonzzeug. Ja. Und dann musst du auch vielleicht andere Sendungen mal machen. Das ist doch aber wahnsinnig schwer, dann, denke ich mir so, dann zu sagen, nee, möchte ich nicht.
Nee, das ist am Anfang schwieriger. Am Anfang, wenn man noch niemand ist und dann die Bild-Zeitung kommt und sagt, wir machen eine bundesweite Plakatwerbung, wo du an jeder Bushaltestelle hängen würdest. Der Clou ist, du würdest einen Mann suchen. Das ist so passiert? Ja, das ist so ein Moment, wo man denkt, Ich habe nie zu keinem Zeitpunkt irgendwas gedacht. Was stand denn da? Eine Zeit lang gab es so berühmte Frauen, berühmte Single-Frauen, so, ja. Ah. Und, wobei auch das stand nie zur Debatte, aber das ist so ein Moment, wo man denkt, ja gut, wenn ich in die Richtung abbiege, könnte ich sehr viel schneller berühmt sein. Davon gab es ein paar Sachen, aber dann war auch das, was dafür geboten wurde, so furchtbar, dass ich noch nicht mal, also wirklich kaum nur eine Sekunde drüber nachdenken musste und sofort klar war, dass ich das nicht will. Mhm. Es war keine Überzeugung, die ich hatte, weil ich das richtig, das ist so in mir drin, das ist ein Gefühl. Ich glaube, dass das was ist, was ich von meinem Vater mitbekommen habe, der sehr, sehr, durchaus dann auch sehr streng ist und mir immer früher, als es anfing mit Fernsehen, immer sagen wollte und mich warnen wollte vor der Welt, wo ich schon meinte, ich weiß das. Ich weiß, wer die bösen Zeitungen sind, ich weiß, was ich nicht machen will. Bei ein paar Sachen werde ich mir die Finger verbrennen müssen, weil egal, wie sehr du mir es verbietest, was er nie gemacht hätte. Und du weißt schon so. Ich habe das immer in mir drin gehabt. Ich hatte nie das Bedürfnis, was muss jetzt die kredibile Sarah entscheiden, sondern es ist immer ein Bauchgefühl gewesen. Und so super viel kommt dann irgendwann auch nicht mehr um die Ecke. Also weil ich dann dadurch jetzt eben aber auch nicht Günther Jauch bin, sondern so mein Ding mache. Und da kommt jetzt nicht jeden Tag jemand und möchte Werbung mit einem machen. Und ganz manchmal kommt einer und ich ziehe das auch immer in Erwägung, weil es einfach so hysterisch viel Geld ist, dass ich bekloppt wäre für jemanden, der nicht fest angestellt ist. Finde ich das okay. Möchte dann aber das Produkt okay und die Umsetzung wenigstens lässig finden, dass man so tun kann, als hätte man in einem Kurzfilm mitgespielt. Ja, absolut. Und dann kam aber nur der Schaumlöffler um die Ecke und das war so doof, Achtung, Nescafé Schaumlöffler. Ja. Es war kurz ärgerlich, weil ich mich gefreut habe, ich dachte, geil, das ist richtig groß, das ist ein wirklich großer, wäre ein großer Werbedeal und ich müsste dann sagen, ich bin Schaumlöffler und ich bin jemand, der Milchschaum hasst. Ich bin Wir haben so ein Kaffee gemacht, wo besonders viel toller, fester Schaum ist. Und man wurde mit so einem Löffel und so einem Milchbad. Und ich selbst, nee, wobei noch nicht mal selbst das, aber das ist wirklich der Trick, ist, wenn ich Kaffee kaufe, egal wo, sage ich immer ein Latte Macchiato ohne Schaum. Ich darf nicht der Schaumlöffler sein, weil ganz alle Kaffeemenschen in Berlin wissen, dass ich Milchschaum hasse. Also habe ich das auch nicht gemacht. Also habe ich einfach keine Werbung gemacht. Aber das wäre es gewesen. Und man kriegt schon ab und zu Sachen geschenkt und so, das ist schon schön. Ich hatte auch eine Zeit lang, mal ein Jahr lang, ein Auto. Die stellen einem das dann hin und das ist natürlich immer das Tolle und das Absurde am ein bisschen berühmt sein, dass die Leute, die eigentlich okay Geld haben, dann immer so Sachen umsonst bekommen. Und dann haben die mir so ein Jahr lang, das ist auch irgendwie aufregend. Da war ich noch sehr jung. Ich dachte so, was? Und ist das, ich kann jetzt damit einfach so fahren oder was? Was ist, wenn ich einen Unfall mache? Was zahlen wir? So, habe ich nie gemacht, aber das passiert schon. Aber ich will halt dafür dann nur das. Also, ne, ich würde jetzt dafür dann keine Fotos auf dem Auto machen, während ich auf der Motorhaube liege. Sollte aber auch keiner. Insofern hat es bis jetzt immer gut funktioniert. Obwohl das auch ein schönes Bild wäre. Inwieweit spielst du ab und zu Sarah Kuttner? Also, so, dass du in eine Rolle reinkommst. Ich denke darüber ab und zu nach, weil Leute, die mir nahestehen, ja den Unterschied besser sehen, wenn wir zusammen stricken oder ich eine Lesung habe. Und da ist natürlich ein Unterschied, den sehe ich auch. Ich bin immer nur nicht sicher, ob das eine Rolle ist, weil allein der Unterschied zwischen wir beide saßen da drüben und haben so ein bisschen über früher geredet und hier ist mir schon klar, dass ich jetzt sehr viel mehr rede und so. Andererseits ist das jetzt halt auch gerade mein Job. Das ist ja in dem Sinne keine Rolle, sondern du stellst mir eine Frage. Ich versuche die so ehrlich, wie ich es für nötig halte, zu beantworten und so unterhaltsam. Insofern weiß ich nicht, ob es eine Rolle ist, sondern einfach nur ich, während ich meinen Job mache. Ich habe manchmal so, das ist so eine schwierige Frage, weil ich nicht immer Authentizität brüllen will. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade authentisch bin. Andererseits spiele ich nicht bewusst eine Rolle. Nee, einfach so, dass du manchmal dich fragst, was würde jetzt Sarah machen? Also nee, das macht Sarah dann. Also Sarah fängt im Fernsehen dann auch schlimmstenfalls an zu heulen in der letzten Sendung, weil die letzte Kuttner-Sendung auf MTV oder Viva oder was weiß ich, wo das war, weil ich traurig und oder wütend war und so. Und ich habe mich auch schon einfach weil ich auch so ein Choleriker bin, dann auch im Fernsehen schon so halb mit Leuten gestritten und so. Da bin ich dann super authentisch. Warum denkst du, weil das ist die ganze Zeit ja bei dir eigentlich, jetzt bis auf die Anfangszeit, glaube ich, von Viva, dass du so polarisierst? Dass es dich Leute, wenn du sagst, oder wenn man sagt, man hat ein Interview mit der Kuttner, sagen, oh, du Armer, echt scheiße. Die anderen sagen, echt, frag doch mal das und das. Das sagen Leute zu mir. Welche Leute? Das kann ich jetzt nicht. Welche von dem Sender, wo du arbeitest? Machen wir mal einen kleinen Cut. Flux? Nein. Der Winson, ne? Der Winson. Nein, aber das ist doch wirklich sowas. Winson, ich konnte nichts. Der andere? Der Große. Der Große. Wir hassen den Großen. Das ist mein Freund.
Ach so. Die hat das gesagt? Nein. Der große Schöne ist mein Problem. Nein, egal. Aber das ist doch wirklich so. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Ich, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich, weil... Naja, irgendwie muss man doch schon wissen. Ja, aber dafür muss ich mich von außen betrachten und das kann ich nicht so gut, weil dann komme ich mir doof vor, wenn ich mir selber bewertende Worte gebe. Es ist so, ich gehe mal davon aus, dass ich tatsächlich nicht so, das wirkt immer so dreckskokett, aber dann bin ich halt nicht so super niedlich und nicht so perfekt wie der durchschnittliche Fernseh, hier Leute, die TAF moderieren oder was, so, was man kennt. Hm. Alleine das kann ja schon bei einem Zuschauer, gerade auch einem Deutschen, der jetzt im Grunde so, alles bleibt immer gleich, es darf sich nichts verändern, gewöhnt ist, schon mal für Aufregung sorgen, wenn da jemand ist, der, keine Ahnung, schiefe Zähne hat und tendenziell ein bisschen zu klein ist fürs Fernsehen oder was auch immer. Oder einfach so spricht, wie man eben im Volk, ich bin die Stimme des Volkes. Ja, das war auch sympathisch zum Beispiel. Ja, siehst du? So, und dann mache ich halt Witze, die ich lustig finde und nicht jeder. Oder dann bin ich manchmal zu laut oder Leute finden meine Stimme doof, aber das kann ich jetzt auch nicht so richtig ändern. Ich bin im Grunde, passe ich nicht in so eine Form rein wahrscheinlich. Andererseits polarisieren Leute schnell. Ich meine, Michelle Hunziker will ich auch nicht sein. Die finden, glaube ich, auch die Hälfte kacke, oder? Bitte sag ja. Ja, die eine Hälfte bestimmt. Ja, die Frauen, nämlich alle Frauen. Alle Frauen sind die doof. Aber oder musst du auch mal sagen, ich weiß nicht, also ich glaube, man kann mich schon nervig finden, das ist mir schon klar. Also auch im Privatumfeld. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat. Ich strahle jetzt nicht enorm viel Ruhe aus, zum Beispiel. Das könnten Leute als anstrengend empfinden im Fernsehen. Das stimmt, du kommst rein und wenn man sich dann was fragt, dann erzählst du. Ja, aber das ist halt viel besser, als wenn jemand nicht antwortet zum Beispiel. Das ist, also gerade in so einer Situation. Für euch Moderatoren bin ich ein verdammter Traum in so einem Interview. Das stimmt. Was hat denn sich für dich... Noch ein weiterer sympathischer Satz. Ja. Sachen, die ich heute gerne in Interviews sagen möchte. Aber ihr habt gemerkt, wie schnell ich so gesagt habe, das stimmt. Ich hoffe dann immer, dass ganz schnell vorbei ist. Aber waren das Tränen in deinen Augen? Ach, schön. Wenn man jetzt so lange, und das bist ja auch schon super lange Moderator und Unterhalter. Super lange, ne? Na, ist doch super 20, lang. 20, 30 Jahre bestimmt. Na, wieso? 10 Jahre? Ja, du hast vollkommen recht. Ist doch super lang. Entschuldigung. Das ist ein Drittel meines Lebens inzwischen. Das geht zack. Es geht zack sonst raus, wenn du nicht gut bist. Tschüssikowski. Wie verändert das Arbeiten? Bist du da noch lockerer? Noch egaler? Oder noch akribischer? Nee, akribisch bin ich sowieso nicht. Ich habe wirklich so eine gar nicht so gesunde Faulheit. Ist tatsächlich so. Mhm. Die Leute denken immer, ich kokettiere damit, aber ist nicht so. Ich denke immer, ich könnte eigentlich selbst mit dem, was ich richtig finde, berühmter sein, wenn ich mich mal ein bisschen bemühe, also wenn ich ehrgeiziger wäre. Mir fehlt komplett Ehrgeiz. Mir reicht es zu sein, wo ich bin. Und das ist auch toll. Ist ja nicht, also so, das ist ja auch was. Es macht einen ein bisschen, wirklich ein bisschen abgewichster im Sinne von, man bin da, done that, kenne ich und so. Man fängt an, über so Kleinkram zu meckern, so man über sich, also über so Kram aufzuregen. Einfach weil man... Was zum Beispiel? Ach so, kleiner technischer Kram. Wenn man schon von 500 Leuten, keine Ahnung, Beispiel, verkabelt wurde, dann weiß man irgendwann ganz gut von vorn oder von hinten oder ne, wo man das Kabel am schlauesten und wie, ob da jetzt so... Man wird so ein bisschen ungeduldig und denkt, ach komm, ich mach selber. Oder so bei Make-up oder so tausend Sachen, die einem immer passieren. Vor der Kamera bin ich natürlich schon immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn Sachen neu sind und ich nicht sicher bin, ob ich das gut kann. Bin auch nicht besonders wagemutig. Ich würde mich einfach immer für Sachen entscheiden, von denen ich weiß, dass mir die Spaß machen, dass ich die kann. Und Risiko ist ja auch da nicht so richtig meins. Und man muss ein bisschen aufpassen, wenn man zu lange die gleiche Sache macht, wird man, glaube ich, wird das gar nicht, ist das nicht gut als Moderator. Wenn man nämlich zu viel Sicherheit hat, deswegen waren diese 2 Jahre Personality-Show bei Viva und MTV auch eigentlich für mich war das dann in Ordnung, weil man, dass das vorbei war. Ja, weil irgendwann ist man zu doll drin, irgendwann hat man zu viel Routine und bei zu viel Routine wirkt man, finde ich, immer so ein bisschen uninteressiert am Thema, am Publikum und so, weil man es dann echt nur noch so total aus dem PP kann und das finde ich immer nicht so schön anzusehen und macht auch nicht so viel Spaß. Deswegen finde ich gut, auch warum ich so viel gemacht habe, finde ich es eigentlich ganz toll, dass da so viele verschiedene Sendungen waren, weil man dann immer, ich habe auch eine total kurze Aufmerksamkeitsspanne natürlich, mich langweilen Sachen dann schnell. Und ich glaube, ich bin dann aber am besten, wenn sie mich noch nicht langweilen. Aber was ja wirklich stimmt, das haben wir ja am Anfang dieses kleinen Gesprächs schon gesehen, dass fast jede der Shows, die du gemacht hast, deinen Namen trägt. Ja. Extra 3 mit Kuttner wäre so die nächste Stufe. Aber ich glaube, dass das ein gutes Zeichen ist. Mir, diese Namen habe ich mir größtenteils nicht ausgedacht. Das bedeutet aber, dass der Name, wenn man es jetzt mal so pur marktwertmäßig betrachtet, irgendwas wert ist. Das ist schon nicht so schlecht, dass man dann nicht nur die eine ist, die das und das moderiert, sondern man ist dann natürlich aber auch schon so für ein Format ein bisschen festgelegt. Ne? Also dann weiß man. Dass man 6 verschiedene. Ja, schon. Aber man weiß ja, okay, wenn die Kuttner das macht, dann sieht das so aus.
Ja. Also du bist jetzt nicht wie der Lanz zum Beispiel, der kochen kann. Zum und das sieht alles super unterschiedlich aus, ne? Total. Der Lanz ist also wie man findet sich jeden Tag. Aber ich glaube, nee, das nicht. Aber ich glaube, der ist so multikompatibel einsetzbar. Weißt du? Ja, wobei ich glaube, dass ich das theoretisch auch bin, innerhalb von Sachen, die mir einfach Spaß machen. Also das waren ja schon auch unterschiedliche Sendungen, die ich gemacht habe. Würde sowas wie Wetten, dass dir Spaß machen? Ich glaube, mir würde Angst machen, dass das so groß ist. Und dass ich bin ziemlich sicher bin, so funktioniert Fernsehen zurzeit noch, dass es so viele Regeln gäbe und so viele Drehbücher, die ich müsste wahrscheinlich Sachen sagen, die vorher jemand aufgeschrieben hat oder so. Ich glaube, das würde nicht Spaß machen. Generell könnte ich mir vorstellen, sowas zu machen. Ich finde das immer toll mit Menschen. Ich finde es sowohl toll, mit Promis zu reden, als auch mit Leuten, die einfach nur Sachen geschaffen haben. Die sind eigentlich noch die tolleren Gesprächspartner. All das ist da ja drin und man kann Quatsch machen. Das ist im Grunde die perfekte Sendung für mich. Schön. Warum moderiere ich das nicht? Ja. Aber mir würde die Größe Angst machen. Also und die damit verbundenen Erwartungen. Wobei alte Menschen mich mögen. Immer wenn ich bei Riverboat zu Gast bin, kriege ich danach ganz viel zittrig selbstgeschriebene Fanbriefe. In Sütterlin wahrscheinlich. So, ich bin auch so eine Oma-Flüsterer, also so Schwiegereltern-Flüsterer. Aus irgendeinem Grund mögen die mich. Das finde ich aber eigentlich ganz toll, weil ich kann die auch ganz gut leiden. Ich kann Fernsehen für alte Menschen machen, ich kann das. Das sehen die sich wahrscheinlich an. Das wird jetzt noch was, der Lanz wird noch da weggegrätscht. Dieses Bambule, das finde ich ja wirklich ganz, ganz toll, muss ich ja echt sagen. Da ist nicht dein Name drin im Titel. Super ärgerlich, sorge ich für. Ja. Ist das so eine Sache, wo du jetzt auch hundertprozentig zufrieden bist mit diesem Format? Weil ich finde es einfach, das stimmt für dich. Also es ist jetzt so ein bisschen Lobhudelei, aber was soll ich machen? Nee, ist ja, ich finde ja nichts schlimmer. Du bist ganz in der Nähe dran vorbei, wenn Leute sich für so Komplimente entschuldigen. Ich total kacke, wenn Leute kommen und sagen, ich will jetzt nicht so schleimen, aber. Und dann denke ich so, jeder Mensch hört gerne was Nettes. Warum muss man sich dafür entschuldigen? Ja. Man macht das kaputt, wenn man danach sagt, jetzt kriege ich das. Ich habe das gar nicht gesagt. Ich wollte das nicht. Ich habe es nicht gesagt. Du warst auch in der Nähe. Also vielen lieben Dank. Ich finde das toll. Und ich finde die ganze Sendung, ich finde die super. Dennoch wird mich das nicht davor bewahren, mich nach ein oder wenn so Gott will. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so Gott. Kennst du das, wenn man so Sachen sagt und merkt, dass man die zum allerersten Mal in seinem Leben gesagt hat? Ja, das sind aber Wörter, die kann ich jetzt. Achso. Bei mir war es so Gott will. Kommt jetzt auf jeden Fall noch eine Staffel und vielleicht kommt danach noch eine Staffel und ich kann mir vorstellen, dass auch dann ich mich anfangen werde zu langweilen. Das ist ein bisschen schade, obwohl die sehr abwechslungsreich ist. Ich kann meine Quatschmoderation machen. Insofern lass das mit diesem Namen, also den noch in Bambule irgendwie da reinzubringen. Ja. Weißt du, dann hat der Nächste Chance. Wenn der Nächste, der Bambule moderiert. Und jetzt das mit dem Autoren, ich will da gar nicht drauf eingehen, weil es geht hier um deine... aber eine Sache muss ich trotzdem fragen. Bist du durch deine beiden Bücher oder durch die beiden Romane dann anders in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden, als jetzt mit deinem Hauptjob, von dem du, glaube ich, auch weiterhin lieber sprichst, also das ist, oder was halt nicht lieber sprichst, aber den du lieber machst. Das mache ich, den mache ich länger und den kann, da bin ich handwerklich sicherer. Das weiß ich nicht. So ein enormer Vorteil von so einem Buch, da muss man auch ganz ehrlich sein, vor allem jetzt auch in so einer Runde, ist einfach auch, also klar, ne, es gibt raue Mengen Geld. Das ist, also, oder ist wenn man Glück so viel? Hat. Also, nee, ja. Es ist ja gut. Ja, also vor allem, wenn das erste dann funktioniert hat, kann man danach natürlich, und aber auch, also ich, das hat dann auch wieder was mit ein bisschen Berühmtsein zu tun. Das bekommt natürlich nicht jeder raue Menge Geld, aber die lesen das Buch und denken, wow, das könnte sich gut verkaufen und ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ganz okayes Geld. Unheimlich viel. Und in Verbindung damit hat man ja dann wieder ganz viele, dann kommt so eine Promophase, dann gibt es wieder ganz viele Interviews und im Fernsehen sein und so. Das ist was auch so einen enormen Wert hat. Ich weiß gar nicht, ob sich tatsächlich das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass auch das dafür sorgt, dass man, wenn man gerade keinen Fernsehjob hat, trotzdem präsent ist, was so ekelhaft das klingt. Tatsächlich, hast du ja selber auch gesagt, wichtig ist für den Job. Also wenn man einfach eine ganze Zeit lang nicht da war und so, dann verschwindet man tatsächlich schnell, wenn man Pech hat. Ja, das war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch. Sarah Kuttner. Vielen Dank. Hier bei den Media Lectures von Alex und dem MIZ Babelsberg. Vielen Dank.